führt mich nicht in Versuchung. Bald werdet ihr mir alle dienen. Du gehst zu weit. Oder vielleicht nicht weit genug. Derart vermessen habe ich mich zuletzt im Kampf um die Bastion gefühlt. Du hältst dich für so schlau. Dachtest, du hättest alles unter Kontrolle. Meine Diener werden deine Maus finden. Dann endlich werde ich Asmodan herrschen. Als der oberste Spieler. Mit den Sündenleutnants hat man nichts als Ärger. Faulheit liegt dumm rum. Zorn legt sich die ganze Zeit mit mir an. Stolz meint, Gier würde ihn beklauen. Neid ist eifersüchtig, dass Gier damit durchkommt. Völlerei versucht jeden zu fressen. Und die Gebieterin der Lust ist eine einzige Ablenkung. Mit Engelszungen zu reden klingt irgendwie nach Teufelswerk. Diener, vergesst nie, es gibt nichts Giftigeres und nichts Tödlicheres als ein Nephalem-Kind. Es muss euch nur anfassen. Schon seid ihr tot. Ich will ja nicht die Engel an die Wand malen, aber hier ist nicht gerade die Hölle los. So ein Wahnsinn. Warum schickst du mich schon wieder in die Hölle? Du glaubst, deine Familie sei furchtbar? Ich bin mit den Herrschern der Hölle aufgewachsen. Unsere Geschwisterstreitigkeiten haben ganze Reiche vernichtet. Wer glaubt, es gäbe nur 7 Todsünden, dem fehlt es lediglich an Vorstellungskraft. So langsam ist das hier schmerzhafter als meine Piercings. Haltet ein, Diener und Feinde. Bevor diese Schlacht zu meinen Asmodans Gunsten fortgeführt werden kann, muss ich zunächst einige Geschichtsbücher und ausführliche Pläne darüber schreiben und sie unauffindbar in der ganzen Welt verteilen. Geringes Übel. Hölli räumt den Magen auf. Schnell und zuverlässig. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Henker oder Medizinmann. Nenn mich noch einmal Assi.